Okay, starten wir pünktlich. 11 Uhr. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Zu meinem sowohl Rundumblick, aber auch ein bisschen Fokus auf die Neuigkeiten rund um diese drei Produkte, die für Lernen massiv relevant sind aus der Sicht von Microsoft und ob die auch die Mehrwerte dann auch für Sie, für euch konkret bieten. Das diskutieren wir heute. Es geht um Microsoft Viva Learning, es geht um Microsoft Viva Topics und SharePoint Syntax. Drei Module, die eigentlich so in der Kombination nie vorgestellt werden. Von daher freue ich mich, dass wir das mal in einer Session abhandeln können. Ich bin Ragnar Heil, ich bin gestern zum sechsten Mal als MVP von Microsoft ausgezeichnet worden. MVP wird man vor allen Dingen, wenn man Wissen teilt. Von der Hashtag wäre hier irgendwie Sharing is Caring. Ich habe hier also meinen ragnarheil.de-Blog, da blogge ich ein paar Mal die Woche über Microsoft 365-Themen. Hab noch jeden zweiten Donnerstag die Alex und Ragnar Show, wo wir Microsoft-Themen rund um modernes Arbeiten auf unsere Social-Media-Kanäle streamen. Dann rechts oben das Bild, das ist mein Podcast, den ich auch noch pflege. Ich war auf der Hybrid Work Tour mit Microsoft gemeinsam, wohne mit meiner Familie südlich von Kassel, neben dieser schönen Burg, die hier zwei Straßen entfernt ist in Nordhessen und war vorher 11 Jahre lang bei der Microsoft angestellt. Das sehen Sie unten das Gebäude in München. Und ich bin selbst bei der Quest Software Partner Manager für unsere Partner im Raum Dach und Benelux. LinkedIn, Twitter und so weiter ist klar. Und würde mich wirklich auch freuen, wenn wir vielleicht hier mal auch Prioritäten setzen könnten, weil wir haben jetzt 45 Minuten Zeit. Aber wir können das natürlich diese 45 auf diese drei Produkte halt aufteilen. Aber mich würde es mal interessieren. Wir können ja hier mal die Handhebfunktion nehmen. Wer interessiert sich vor, ich lese kurz alles vor, wer interessiert sich vor allen Dingen für Viva Learning, dann kommen Viva Topics und dann kommt SharePoint Syntax, dass ich da mal ganz kurz beziehen kann, wie das Interesse ist, sodass ich ein bisschen auch dann, falls wir aus der Zeit laufen, mit einem Thema früher starte. Also wen interessiert maßgeblich das Thema Viva Learning? Bitte mal die Hand heben. Da sehe ich im Augenblick 6 Hände. 7 Hände. Okay, letzte Chance. Prima. Dann bitte die Hände runter. Und wen interessiert Viva Topics? Das ist die Lösung rund um Wissensmanagement. Also Viva Learning, klar, lernen. Und Viva Topics ist rund um Wissensmanagement das Hauptangebot. Also gerade so Stichwort Wikis. Das wäre Viva Topics. Ich nehme im Augenblick 9 wahr. Ja, das kann. Ja. 10. Okay. Habe ich Schwitzen 10 wahrgenommen. Und dann noch SharePoint Syntax. Hier geht es vor allen Dingen um diese Digitalisierung von unstrukturierten Daten. Nehmen wir mal so eine unstrukturierte Rechnung, wie man die dann umwandeln kann in strukturierte Daten, die auch in SharePoint liegen. Also Rechnung kommt irgendwie rein über Mail und so weiter, PDF und dann wird die dann in SharePoint strukturiert abgelegt. Das wäre SharePoint Syntax. Da sehe ich im Augenblick 5. Ja, sodass wir bei 21 sind. Das entspricht doch hier so ungefähr der Teilnehmerzahl. Prima, das freut mich schon mal. Dann weiß ich schon mal, wie wir hier starten können. Ich fange trotzdem mal an, ein bisschen das Thema Viva nochmal einzurahmen. Und da ist vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, dass das eine maximale Brisanz und Wichtigkeit und Priorität hat bei der Microsoft. Microsoft hat jetzt am 1. Juli das neue Geschäftsjahr ausgerufen. Und ich glaube, so jeder Mitarbeiter hat da wirklich auch den Fokus und auch Ziele und auch Umsatzziele auf das Thema Microsoft Viva. Und in dem Augenblick, wo die Mitarbeiter Umsatzziele haben, geht es, glaube ich, gar nicht mehr wichtiger. Und der CEO sagt hier ganz klar, dass wir hier auf einer starken Welle der Veränderung waren. Nicht nur der digitalen Transformation, die wir seit 5 oder 7 Jahren ausrufen, sondern vor allen Dingen auch durch die Covid-Transformation. Und hier sehen wir, dass das Thema nicht nur Kollaboration neu definiert wird, aber auch das Thema Lernen und Wohlbefinden. Genau, Wellbeing ist halt Wohlbefinden. Das ist also ein wichtiger Punkt. Das heißt, also das hätte er, glaube ich, vor der Pandemie noch nicht gesagt. Da wäre alles nur digitale Transformation und so weiter. Und jetzt sehen wir doch stärker das Thema Lernen und Wohlfühlen und Wohlsein, Wohlbefinden, dass das in den Vordergrund rutscht. Das ist von daher eine ganz wichtige Neupriorisierung aus pandemischen Kontexten.
Die Folie, muss ich mich entschuldigen, die ist gar nicht mehr aktuell, weil wir haben vor einer Woche ein neues Produkt herbekommen. Aber fangen wir erstmal an mit den Tools, die wir schon bei Viva in der Suite bereits drin haben. Also das Thema wirklich bei Viva ist, den Mitarbeiter in den Vordergrund zu bringen. Englisches Trendwort wäre Employee Experience Plattform und dann wird Viva Connections als Modul. Das ist das Modul, was ich vor allen Dingen immer so flapsig sage, das ist das Intranet aus der Hosentasche. Ich nehme wirklich mein Smartphone in die Hand und habe da mein Intranet drauf, hochgradig personalisiert, wo ich genau sehe, was sind meine aktuellen Aufgaben, was sind meine To-Dos, wie ist meine Schichtenplanung, wo muss ich vielleicht meine Freigabe und ein Approval geben, was sind die News, die für mich relevant sind. Wenn man dieses Viva Connections Intranet aus der Hosentasche auf dem Smartphone, was natürlich auch im Browser ebenso gut läuft und in Teams auch ebenso gut läuft, rausholt, hat man wirklich eine personalisierte Erfahrung. Und das ist ja immer das Ziel von Intranets, dass wirklich jeder Mitarbeiter eine andere Sicht hat aufs Intranet und nicht alles halt gleich ist. Das ist Viva Connections. Die gute Nachricht hierbei ist, es ist auch kostenlos. Man braucht dafür nur SharePoint in der modernen Version, also SharePoint Modern Communication Sites. Und da kann man Viva Connections kostenlos nutzen. Viva Insights ist halb kostenlos, halb kommerziell. Hier geht es vor allen Dingen um das Wohlbefinden, dass man wirklich schaut, wie geht es einem und wie geht es dem Team. Und von daher, das über AI und Maschinenlernen tracken des Teamwohlbefindens. Viva Talks, da gehe ich gleich intensiv drauf ein. Hier geht es um das Thema ja, vor allen Dingen Wikis und wie man halt Wissen erfasst, das implizite Wissen dann auch explizit macht und wie und Wissen strukturiert. Viva Learning zeige ich auch gleich, das ist die maßgebliche Wissensmanagement-Plattform. Und Viva Goals ist ganz neu im Programm drin. Das ist das Thema OKRs. Viele von euch arbeiten schon mit dieser Art der Zielerreichung und der KPIs. Und ja, OKRs, die werden jetzt mit Viva Goals, kann das halt helfen, diesen Prozess zu unterstützen, diesen Change-Management-Prozess. Da hat Microsoft die Firma Ally.io aufgekauft. Und das ist jetzt gerade in der Private Preview unter dem Wort Viva Goals. Wer mehr wissen möchte zu OKRs, ich mache eine spezielle Alex und Ragnar Show. Am 21.07. ist das müsste der Donnerstag sein. Auf meinem LinkedIn, YouTube, Twitter-Kanal wird es dann gestreamt. Ich gucke mal ganz kurz rein, ob das der richtige Termin ist. Das ist der Donnerstag, genau. 21.07. 21 Uhr kann man das dann bei mir auf meinen Social Media Kanälen sehen. Das mache ich die erste Sendung rund um Viva Goals, OKRs. Was hier noch fehlt, das kam letzte Woche raus, ist Viva Sales. Viva Sales passt eigentlich gar nicht so gut zum Thema Employee Experience, weil es ist eine Lösung, wo ich Dynamics und Salesforce mit den Teams einbinden kann, sodass ich meine CRM-Daten noch besser in Teams pflegen kann. Ist gerade auch in einer privaten Preview, kommt wahrscheinlich so im Oktober auf den Markt, das ist dann Viva Sales. Von daher. Summa summarum hat sich diese Plattform seit meiner letzten Präsentation hier um zwei neue Produkte erweitert. Ragnar, ich weiß nicht, hast du den Gerne. Chat im Blick? Wie willst du mit Fragen umgehen? Also ich sehe, dass Bitte, Martin noch die Hand hebt. genau, bitte, genau, sehr gerne. Ich Sorry, gerne habe ich sofort. vergessen. Ja, gut. Genau. Vergessen runterzunehmen. Genau. Ich habe den Chat, ich habe zwei Monitore, ich sehe den Chat schon, aber sonst, wenn man in der Hand oben ist, einfach dann direkt das Mikrofon aufmachen. Würde mich halt freuen. Ist es, sorry, Ja. zur Dokumentation nicht in Slack jetzt die Channels oder haben wir hier den Chat von Microsoft? Ich habe da nur gestern was mitbekommen. Den Slack-Channel kann ich nicht auch noch mit scannen. Dafür reicht meine mentale kognitive Kapazität nicht aus. Wenn es mir jemand weiterreichen würde, das wäre halt ganz toll. Ich habe gerade hier den Teams, dass ich auch wenigstens euch schon sehe und den Chat und auch meine Folien. Und gleich Der kommt Chat natürlich auf. kann dich Der da Chat ist unterstützen. stumm Das geschaltet wäre hier. sehr ganz lieb, genau. Ja, genau, es sind in allen Teams-Besprechungen sind die Chats stumm geschaltet, damit wir in Slack kommunizieren, weil dort die Sachen dann stehen bleiben Okay, könnten. super. Genau. Sehr gut. Genau, wie gesagt, nur noch ein paar Folien, dann mache ich dann sowieso dann halt Live-Demos. Wichtig ist hier nochmal zu betonen, Microsoft legt einen total großen Wert darauf, dass diese ganzen auch in der Integration von Lernen, Wissensmanagement, alles integriert ist in den Kollaborationstools. Das heißt, es geht nicht um den Punkt, nutze ich jetzt SharePoint, Teams, Yammer, die Suche oder Outlook oder OneDrive, sondern diese Lösungen, die ich jetzt auch zeige, sollen überall funktionieren. Egal, ob ich jetzt über
überwiegend ein E-Mail-User bin oder ich bin überwiegend in Teams oder halt in Yammer oder OneDrive, dass wir wirklich halt plattformübergreifend funktionieren. Und von daher so, das ist eigentlich eine ganz schöne Integrationsstory. Und wenn ich jetzt hier schon dabei bin, über Lernen zu sprechen, bei den Lernsystemen geht es immer auch darum, dass Microsoft eigene Plattform, eigene User-Interfaces und User-Experiences bietet, aber auch sehr, sehr stark auf Integration mit bestehenden Lernanbietern setzt. Das heißt also Offenheit für externe Lernanbieter, und das wird bei Viva Learning jetzt gleich deutlich sichtbar werden, dass es eigentlich mehr oder weniger eine Plattform ist, die diese Lernanbieter unter einer schönen Haube suchbar macht und darstellt. Von daher eine Synchronisierung, eine Syndizierung, eine Kuratierung von Lerninhalten innerhalb von Microsoft Teams und diesen Plattformen. Thema ist natürlich auch Lernerfahrung teilen, aber auch wirklich Lernkurse haben, dass ich wirklich auch als Administrator oder als Fachbereichsleiter auch Lerninhalte zusammenstellen kann, als Kurse, Kürkurse oder Pflichtkurse, dass ich nach Lerncontent-Inhalten suchen kann, dass ich auch Lerninhalte halt weiterempfehlen kann und die zufällig finden kann über Serendipity, halt Erfahrungen. Also so ein bunter Blumenstrauß, wie ich diese Lernerfahrung bei Viva Learning halt nutzen kann. Und kulturell gesehen möchte Microsoft deutlich eine Kultur des Lernens fördern oder ausweiten. Da haben sie ja auch bei Viva Insights, kommt es auch bald raus, dass man wirklich auch sich eigene Lernzeiten blocken kann. Man kann schon jetzt bei Viva Insights sich Fokuszeiten blocken für Deep Learning, wo man halt nicht gestört ist oder auch automatisch Teams dann auf bitte nicht stören geht. Und diese Zeiten, dass ich hier sage, ich blocke mir jetzt, weiß ich, 5 Stunden oder wegen mir sogar 8 Stunden jede Woche Lernzeiten rein, wo mich keiner dann halt stören kann. Das ist also für Microsoft ganz, ganz wichtig, dass wir hier uns auch abgrenzen und sagen, nee, ich brauche die Zeit halt für mich, wo ich halt keine Störung habe, weil Lernen einfach wichtig ist und Lernen die Nummer 1 Ressource ist in unserer Welt, in unserem Land, weil wir halt das, ja, unserer wichtig, weil wir keine Bodenschätze haben, deshalb sind wir so von dem Lernen abhängig. Aber auch nicht nur die Zeit nehmen fürs Lernen, die Zeit bekommen, dass das Management einem auch die Zeit gibt und zugesteht, sondern auch das Social Learning, Teilen, über Lernerfahrung sprechen, Lernerfahrung oder Lerncontent teilen und auch vor allem das Thema Mentorship und Coaching wichtig macht. Weil nur dann wird es ein Schuh draus, wenn man diese kulturellen Change-Aspekte mitnimmt und nicht nur ein neues Lerntool halt ausrollt. Diese Sachen braucht man, glaube ich, damit es erfolgreich wird. Und das nennen die hier halt Flow of Work. So, wichtiger Punkt hier ist doch, ich habe das eben angesprochen, es gibt ganz, ganz viele Partner bei Microsoft, Viva Learning, SAP SuccessFactors, Edcast, Coursera, Udemy Business, Audacity, Just Burson, LinkedIn Learning ist ganz wichtig, auch Sava, Plural Sites und so weiter, edX, Harvard Publishing, Cornerstone, Skillsoft. Diese Lernanbieter, die bieten Integrationen an. Weitere kommen bald rein, wie halt Workday, sodass man sagen kann, die Tools, die ich nutze, um Viva Learning zu nutzen, ist Microsoft 365 und Teams. Das ist so die Art, Viva Learning zu nutzen. Aber die Inhalte selber kommen von diesen Anbietern. Und, die werden dann integriert wie die Apps. Die werden halt integriert, ganz genau, ja. Das kann ich gleich zeigen, wie das technisch funktioniert. Wenn ihr jetzt sagt, wir haben von diesen ganzen 10, 12, haben wir überhaupt nichts bei uns und das werden wir auch nicht machen, wir werden auch nichts kaufen, wir haben eigentlich nur SharePoint. Okay, gute Nachricht, SharePoint lässt sich damit auch einbauen und so könnt ihr eure unternehmensinternen SharePoint-Inhalte auch durch Viva Learning halt nutzbar machen. Ich kriege oft die Frage, gibt es denn schon Kunden und halt Referenzkunden für Viva Learning? Und hier gibt es halt einen Kunde, der heißt Music Tribe und der hat deutlich gesagt, dass wirklich über 40% ihrer User, ihrer MitarbeiterInnen Lerncontent aktiv nutzen. Und das wäre wesentlich höher, als man es halt sonst kennt. Also 40% aller Mitarbeiter nutzen Viva Learning, um zu lernen. Das war so deren Haupterfolg. Das hätten sie nicht erwartet, dass es halt so aktiv angenommen wird. Gut, dann würde ich mal sagen, ich beende mal für den Augenblick hier die Folien und gehe mal ein bisschen in die Live-Demo rein und springe einfach mal direkt in Viva Learning rein. Erstmal gucken, was Viva Learning ist und dann können wir immer noch mal in die Neuigkeiten reingehen und Updates der letzten Wochen. Aber erstmal nochmal Grundlagen schaffen.
wie man gut sehen kann, hoffentlich, bin ich direkt in Microsoft Teams, habe Viva Learning gefunden über die Suche hier nach den Apps und suche hier einfach nach Learning und habe dann gleich Viva Learning gefunden. Kurz aufmachen und dann pinne ich es mir halt dann an und bin halt drin. Was halt neu überarbeitet worden ist, was man gleich sieht, es gibt hier viel mehr so visuelle Teaser, die man in so einem Karussell sich auch anzeigen kann. Das kann quasi ein Content Creator dort, kann das auch featuren. Das heißt also, ich sage, das sind meine Top 3 Lerninhalte. Völlig egal, was es für ein Thema ist, kann ich die jetzt featuren und hier schön visuell prominent platzieren. Das ist schon mal eine Sache, die halt neu ist. Und kann natürlich dann mit Open gleich in den Kurs halt reinspringen. Dann sehe ich als nächstes mein Fortschritt. Ich sehe hier schon mal, wo ich gerade bin. Und kann da auch gleich in meinen Fortschritt halt reinspringen. Und kann jetzt auch wieder beim Thema Serendipity Lieblingsthemen von mir markieren. Entrepreneurship, Leadership, Diversity and Inclusion, Karriere. Kann das dann halt machen. Und dann kriegt dann umso mehr Inhalte davon halt empfohlen beim nächsten Mal, wenn ich die Seite neu lade. Dann habe ich hier die Möglichkeit, nach Kursen zu suchen. Habe dann erstmal die Sortierung oder die Kategorisierung nach diesen Quellen, nach diesen Sabas und Skillsofts und LinkedIn und Courseras dieser Welt. Habe dann, oder kann auch sagen, nee, ich will das gar nicht nach den Providern haben. Ich habe jetzt gerade mal, ein Meeting ist ausgefallen und ich habe jetzt mal gerade Zeit für ein bisschen noch lernen und brauche eine Sortierung nach der Zeit. Und gleich kommt die Sortierung nach der Zeit. Eben immer ein paar Sekunden Zeit. Und dann könnte man jetzt eigentlich so sagen, hey, ich brauche 5 Minuten Lernnugget oder ich habe 15 oder 20 oder 50 halbe Minuten Zeit. Okay, gib mir nochmal einen Refresh. Noch ein Refresh. Ja. Okay, und dann kann ich jetzt hier sagen, wirklich jetzt, das wäre so die Zeitfenster, die ich gerade frei habe und sage, nee, ich habe jetzt also nur 10 Minuten Zeit, aber oh, das ist spannend hier. Ich möchte gerne was lernen über Verhandlungsstrategien, weil ich das ja auch als mein Thema angegeben habe. Das wäre so die Idee, dass man nach diesem Zeitthema sucht. Ich kann aber auch einfach hier nach Interessen suchen. Dann habe ich hier Learn Nuggets, D&E, Entrepreneurship, Leadership und habe das dann. Und ja, das gefällt mir eigentlich recht gut, diese Art Hauptinteressen, Lernquellen und dann die Zeit. Hier sehe ich auch, welche, wie Menschen sich das schon, bitte. Welche Lernquellen sind denn da enthalten und können auch unternehmensinterne Quellen eingepflegt werden? Ganz genau, das ist eine sehr schöne Frage. Da gehe ich mal direkt hier auf Viva Learning drauf. Ich bin jetzt hier im Microsoft 365 Admin Center. Da kommen also wirklich nur eure Administratorinnen drauf. Und hier habe ich unter dann Settings, Org Settings, dann Viva Learning und habe jetzt hier die ganzen Lernquellen, die ich zur Verfügung habe, kann ich hier sehen. Also wirklich halt Cornerstone, Coursera, Edcast, edX, Go1, Go1. Dann habe ich hier noch InfoSec, Josh Burschen, LinkedIn. Microsoft Learn ist kostenlos. Hier dieses, das ist kostenlos. Microsoft 365 Training ist auch kostenlos. OpenZane, Pluralsight, Saba ist dann, die kosten alle Geld. Das heißt also, Microsoft 365 Training kostenlos, LinkedIn Learning bietet, glaube ich, 300 kostenlose Lernnuggets an. Der Rest ist dann halt LinkedIn Learning kommerziell. Und für die interne, das war jetzt eben die Frage nach den internen Quellen, gebe ich hier eine SharePoint-Seite an. Das ist jetzt hier dieser Punkt, wo ich einfach eine SharePoint-Seite direkt halt angeben kann. Gehst du die mal ganz kurz hier hin. Das wäre meine interne SharePoint-Seite. Und da kann ich Achso, ich bin gerade in einem anderen Kontext. Augenblick. Das macht eine Referenz auf eine SharePoint-Seite und dann könnte ich halt dann dort in dieser Contoso Learning-Seite habe ich dann halt Dokumente. Und diese Dokumente sind eigentlich so eine Mischung aus MP4s, sind MP3s, sind MP4As, PowerPoints, PDFs. Das wird halt zugelassen. Und diese habe ich hier einfach in so einem Kurskatalog drin, bunt gemischt. Und das wären meine Möglichkeiten, wie ich eigenen SharePoint unternehmensintern mit einbinden kann.
Danke dir. Jetzt hast du vorhin, habe ich gleich noch eine Frage, du hast vorhin erwähnt, das sind ja kostenlose und kostenpflichtige Angebote. Wie wird das umgesetzt? Also das kostenpflichtige? Genau, das kostet also immer, also das ist, genau, also diese Viva Learning kostet eigentlich immer Geld. Das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich kümmere mich jetzt nicht um diese externen Lernquellen, sondern ich möchte wirklich nur rein SharePoint nutzen, weil wir haben SharePoint sowieso schon intensiv da und wir haben sowieso alle Inhalte, kostet es trotzdem pro MitarbeiterIn im Monat 4,20 Euro. Das ist wirklich das definitiv, ich bin mit euch super ehrlich, das ist wirklich halt unschön. Ne? Es kostet wirklich 4,20 Euro, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme jetzt diese ganzen vielen Lernquellen gar nicht rein, mach nur rein SharePoint-Integration und nutze dann nur Viva Learning als Experience, als Lern-Suchmaschine im Prinzip, kostet es trotzdem 4,20 Euro pro User pro Monat. Das ist echt eine Ansage. Ich habe auch noch eine Frage dann im Chat. Gerne, gerne. Mhm. Der Frank fragt, wie sieht es mit der Einbindung von bestehenden Kursen im SCORM-Format aus? Ob das auch möglich ist? Oh, das ist eine schöne Frage. Da habe ich im Augenblick keine Antwort, wann das halt kommt, wann das SCORM-Format kommt. Ich könnte natürlich jetzt mal ganz kurz, wenn wir schon da sind, mal kurz auf die Roadmap spicken. Sofort. Ja, irgendein System, das das kaum lesen kann. Und das ist ja die Herausforderung. Ja. Also das andere sind ja API-Schnittstellen. Da bleiben ja die Inhalte bei LinkedIn Learning und es gibt quasi nur einen Deep Link auf die Webseite, aber bei einem SCORM-Paket musst du ja ein Programm haben zum Auslesen. Sofort. Nee, da sehe ich im Augenblick bei auf der Roadmap da nichts. Könnte ich nochmal nachfragen, aber auf der Roadmap ist nur, aus Viva Learning Sicht ist hier nur, dass man diesen Viva Learning Inhalt, egal wo er herkommt, auch über office.com und halt Bing finden könnte. Das ist also nicht nur der Einstieg, so wie ich es hier habe, sondern wirklich halt über office.com würde ich es dann auch finden. Das wäre dann dieser halt Einsprung. Da würde ich die Inhalte finden. Das ist auf der Roadmap drauf, dass ich hier direkt nach Lern-Nuggets gucke und komme. Und auch, was natürlich keiner macht, aber das ist die Frage, die eben war. Und ich könnte es auch über Bing finden. Könnte man das über sein eigenes LMS einbinden? Ja, genau. Also das ist natürlich eine Frage, die sehr, sehr oft kommt. Und das ist dann drauf auf dem Roadmap-Punkt, den hatte ich in der Folie gehabt, auf dem Roadmap-Punkt Graph API-Anbindung. Ich mache das mal ganz kurz zum Ende. Wo hatte ich meine Roadmap-Folien? Sekunde. Hier, genau. Das ist so die Roadmap von Viva Learning. Wirklich hier, ja, Extensibility, Graph API, weil ganz, ganz viele Anbieter, nehmen wir mal so, LMS 365 möchte natürlich auch gerne halt dabei sein. Die sind kein großer weltweiter Platzhirsch, aber sind unheimlich gut unterwegs im deutschen Raum. Die möchten halt auch angebunden werden. Und was uns hier ganz konkret fehlt, ist noch eine API auf Seiten von der Microsoft. Wenn damit Viva Learning offener wird mit eigenen APIs, dann kann man auch eigene Plattformen mit einbinden. Im Augenblick kann man halt nur aus diesen großen Content-Providern wählen. Aber das fehlt auf jeden Fall noch. Das ist aber auf der Roadmap in diesem Fall drauf. Cool, danke. Frage beantwortet. Super, in der nächsten Zeit kommen noch ein paar Sachen wie Likes und Reviews kommen auf der Roadmap. Workday habe ich eben schon erwähnt. Dann gibt es ja noch diese Microsoft 365 Lernpfade, diese Learning Paths, die auch ganz toll sind für SharePoint, OneDrive, Exchange und Teams. Die werden auch mit eingebaut. Katalogberechtigung, noch halt Zielgruppen, also Content Targeting für die Zielgruppen, Reporting, aber die Integration für Eigenlösungen, das ist auf jeden Fall was ich sehr, sehr oft höre als Nachfrage. Da ist noch auf jeden Fall, weil viele sagen, Mensch, das ist mir zu teuer, wenn ich jetzt hier noch diese ganzen Lernquellen noch kaufen sollte von diesen großen Lernprovider halb Platzhirschen, plus noch diese 4,20 Euro pro User pro Monat, dann wird es mir ein bisschen zu teuer.
Das verstehe ich. Klar, man kann natürlich Viva immer noch testen, weiß ich, 90 Tage Testzeitraum, aber es ist halt schon halt Ansage. Weil unterm Strich ist ja Viva Learning eigentlich auch nur so eine Art, ich nenne das mal bei mir, wenn ich Fernsehen schaue, ich habe so einen Google Chromecast, da kann ich halt dann über eine Suche durch meine Videos schauen. Ich gebe einmal ein, den Namen eines Filmes oder Namen einer Schauspielerin und finde dann, oh, den Film gibt es jetzt auf YouTube, auf Netflix, auf Amazon Prime, auf ZDF oder auf Bayerischen Rundfunk oder so. Und habe so eine Meta-Suchmaschine durch meine Videoquellen. Oder mehr ist es ja eigentlich dann halt auch nicht. Es ist eine Metasuche durch viele Content-Lernquellen. Und ob man dann 4,20 Euro pro Monat zahlt, ist halt wirklich auch die große Frage, die ich in den Raum werfen möchte. Aber wenn ich dann viele Lernquellen eingebe, dann kann ich natürlich hier schon auch meine Lieblingsthemen halt eingeben. Ich bin irgendwie halt ein Leadership und finde dann halt ganz viele Sachen raus. Habe hier 7.150 Leadership-Quellen. Und sage, nee, ich brauche jetzt aber nur Sachen unter 10 Minuten und ich brauche auch nur Sachen von LinkedIn zum Beispiel. Dann habe ich dann halt Filtermöglichkeiten. Kommt dann direkt auf die, ich brauche es doch speichern, habe doch keine Zeit mehr. Oder kann es auch noch weiter halt empfehlen. Und hier kann ich das dann direkt über Teams halt empfehlen und mache jetzt hier ein Social Sharing auf und sage hier bitte, nehmen jetzt hier, der Alex Wilber muss das halt entweder sehen oder ich mache das jetzt hier in den Teams-Kanal rein, Sales und Marketing, Please Learn, Create Content. So, da kann ich das dann halt auch entweder Individuen oder ganzen Teams teilen. Also die Social Experience ist noch ein bisschen limitiert. Social Learning heißt für Microsoft erstmal nur teilen, was aber noch nicht so richtig Avantgarde ist, da haben die noch einiges zu tun im Bereich Teilen. Bei MyLearning ist hier alles personalisiert, das heißt, ich sehe meine Bookmarks, das habe ich eben gerade markiert, kann auch das zum Kalender machen, wo ich sage, oh, das ist echt ein wichtiges Training, das muss ich auf jeden Fall bis zum 7.7. fertig haben, mache mir eigenen Kalendereintrag, auch das wäre jetzt neu. Ich kann auch sagen, das muss ich jetzt jemandem empfehlen, ich nehme jetzt hier mal mein Sohn soll das mal wieso geht das nicht? Achso, ich bin hier an einem Tenant. So, das muss jetzt mal der. Den mache ich mal ganz kurz. Alex Wilber. Dann sage ich hier wirklich: Please learn until Friday. Dann mache ich dann wirklich eine. Weiß ich ihm einen Lernauftrag zu. Und mache eine Lernempfehlung. Und alle Sachen, die empfohlen werden, kann ich jetzt hier auch sehen. Das sind Sachen, die mir halt empfohlen sind, die ich mir neulich angeschaut habe und die Lerninhalte, die ich schon abgeschlossen habe. Und hier kann ich natürlich auch als jemand, der Administrator ist, kann ich halt auch immer wieder Lerninhalte machen in so einem Feature-Set. Und dann sagen, also ich mache jetzt einen Lerninhalt rund um Leadership und dann mache ich dann ein Pflichttraining Leadership bis zum 22. Juli und dann suche ich mir meine Sachen zusammen, suche jetzt hier Leadership-Kurse und dann sehe ich, ich bastel mir jetzt den Kurs daraus aus edX und mache mir hier nochmal einen Kurs und kann das dann halt markieren und baue mir dann aus ganz, ganz vielen Kursen, also wirklich Plattformen und Provider übergreifend, baue ich mir dann ein Lernset zusammen. Und das geht halt dann sonst nicht. Das heißt, würde man wirklich jetzt in diese vielen Provider investieren, könnte ich wirklich sagen, so, ich mache jetzt ein Leadership oder ein Learning Organization, ein Lernkurs und mache mir aus von 10 Lernprovidern, mache ich mir dann so ein Best-of zusammen und fülle mir hier meine Queue auf, mache noch Agile mit rein, mache noch Visualizing Leadership Journey rein und habe dann eine Queue von 10 Sachen und kann dann diese Sachen dann gleich publizieren und als Kurs halt anbieten. Das ist schon ein Mehrwert, den ich sehe, den man sonst nicht so machen kann. Lernquellen über übergreifende Kurse anbieten. Und die ganzen Schnittstellen, APIs etc. sind quasi in diesem Grundbetrag von 4,20 pro User pro Monat drin. Ja, exakt. Diese ganzen Lernquellen, die sind halt alle nicht drin. Das ist ja wirklich. Wir haben einander vorbeigeschaut. Also wenn ich jetzt LinkedIn Learning oder wenn ich jetzt irgendeinen von den Anbietern wie Coursera haben will, muss ich natürlich die Lizenz für Coursera haben. Ja. Aber sozusagen
die Partner, die Viva Learning schon gefunden hat, die sind quasi, die möglichen Schnittstellen sind alle schon in dieser Grundlizenz drin. Also es geht jetzt nicht darum, dass jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Skillsoft reinnehme, dann wird die 420 auf 440 erhöht, plus ich muss Skillsoft zahlen. Nö. Das ist also, das ist in dem Augenblick, wo man das halt lizenziert hat, dann ist es halt kostenlos, ja. Gut, ich schaue mal kurz auf die Uhr, schon 11.30 Uhr, dann, wenn es keine Fragen mehr gibt, würde ich jetzt mal von Viva Learning noch mal kurz rüberspringen in das nächste, wo wir am meisten hatten, nämlich bei SharePoint Topics, bei Viva Topics. Und da würde ich gerne mal ganz kurz noch mal hier ganz kurz mit Folien das prinzipiell mal kurz beschreiben, wo ich in die Demo gehe. Bei Viva, ganz kurz, das ist die. So. Bei Viva Topics geht es immer wieder um den großen Punkt. Ich liebe ja eigentlich, oder alle Mitarbeiter lieben bestimmt Wikis. Wikipedia nutzt man halt privat ständig, es gibt eine große Diskrepanz aus Wikis nutzen, Wikis lieben, aber Wiki-Inhalte pflegen, neu erstellen und verändern. Das machen die Mitarbeiterinnen wirklich äußerst halt ungern. Und da hat sich Microsoft gesagt, Mensch, lass uns doch Folgendes machen, lass uns doch mal diese Wiki-Seiten automatisch halt generieren. Und hier ist halt der Punkt, dass Microsoft sagt, ja, wir nehmen Maschinenlernen, wir nehmen künstliche Intelligenz und daraus machen wir eine Lösung, wo diese Wiki-Seiten automatisch halt generiert werden und übergreifen. Das heißt, ich kann diese Wikis nutzen in Teams, in Yammer, in Outlook, SharePoint, komplett Plattform halt übergreifend, alles in Microsoft 365 drin. Und diese Erfahrung, wie man das halt nutzen kann, sehen wir jetzt hier an diesem Bildschirm, wo die Crystal eine Weekly Update schreibt und da kommt das Wort SOA drin vor. Und bei SOA weiß man natürlich erstmal nicht, was gemeint ist. Und da kann ich mit der Maus drüber fahren und sehe, SOA ist erstmal ein Projekt. SOA steht für Sustainability, für Sustainable Ops and Renewals. Ich sehe auch nicht nur, was es halt ausgeschrieben heißt, sondern auch ein paar Sachen zum Projektstart, Hintergrund, Kontext. Und da werden schon aus dem Dokument, das heißt SOA Goals and Outcome-Doc, aus dem Dokument wird automatisch schon mal so ein Abstract rausgeneriert. Das ist schon mal, die erste Leistung von so einem Maschinenlernen, dass es da schon mal den Abstract für einen baut. Dann sehe ich, was sind die relevanten Menschen, die wirklich halt Ahnung haben von dem Projekt SOA, nämlich die Mona Kane und Miguel Garcia. Siehe auch die Rollen. Wenn ich dann draufklicken würde auf die Mona, könnte ich sofort natürlich die Mona auch anchatten, anrufen, anmailen, ein Meeting machen, also das heißt die gleichen Interaktionen, die ich halt immer machen kann bei Microsoft. Und ich sehe die Ressourcen, die halt empfohlen sind. Hier gibt es ein ServiceNow Seite, es gibt ein PowerPoint, es gibt Word-Dokument, Excel-Sheets und SharePoint-Seiten. Das sind die Ressourcen, die dranhängen. Und dieses Objekt, was ihr hier seht, das ist eine sogenannte Viva Topics Card. Die Card ist eine kleine Art von Page. Wenn ich jetzt sage, ist nett, finde ich gut, aber ich würde das gerne noch ein bisschen größer sehen. Dann gehe ich drauf und bekomme dann eine richtige Page, also eine Viva Topics Seite. Und die hat natürlich noch mehr halt Informationen. Ich bekomme zum Beispiel eine wunderbare Integration mit Yammer über Question and Answers, wo ich auf Yammer Fragen stellen kann. Und immer wenn ich das Topic namens SOA mit in meinen Yammer halt einbaue, können Menschen auf meine Frage halt antworten. Und irgendwann gibt es dann die beste Antwort, die kann ich dann auch schön als Best Answer mit markieren und habe dann ein schönes Frage-Antwort-Paar und das wird dann in meine Topic-Page mit eingebaut und alle sehen, hey, das sind richtig gute Fragen, das sind super gute, hilfreiche halt Antworten und diese Yammer-Diskussion wird dann in Viva Topics mit eingebaut. So bekommt Yammer ein neues Leben, in dem es Business-Management-mäßig in Viva Topics integriert ist, was wiederum in Teams dann konsumiert wird. Gerne. Genau. Ich bin mit Teams nicht so vertraut. Wir nutzen das auch in der Firma tatsächlich nicht oder noch nicht, warum auch immer. Und du hattest jetzt auch das vorherige Tool bis jetzt als App
wenn ich es richtig verstanden habe, eingebunden in Teams. Du hast jetzt auch gerade Teams offen. Ja. Und in Teams ist dann anscheinend Viva Topics. Ist es auch möglich, das als Standalone-Lösung zu nutzen, im Browser oder als Application an sich? Viva Topics ist im Augenblick noch nicht außerhalb von Teams nutzbar. Wie gesagt, in Yammer nutze ich es, um quasi Diskussionen oder Frage-Antwort halt Szenarien zu taggen. Aber die eigentliche wirkliche Experience habe ich dann überwiegend in Teams, hab sie aber auch in halt in halt Outlook. Okay. Das heißt, also das, was ich eben gerade gezeigt habe, ich gehe mal kurz zurück. Gar nicht mal so gleich hier wieder Animation. Sorry, ganz kurz noch zurück. Na, PowerPoint. Diese Folie hier, das würdest du genauso sehen in halt Outlook. Das heißt, wenn du sagst, nee, also Teams ist noch nicht da, aber wir nutzen Exchange Online, dann wäre das, wenn du eine E-Mail schreiben würdest und in der E-Mail würde das Wort so halt vorkommen, würde das ebenso in Outlook halt aussehen. Aber okay. Es funktioniert halt nur mit Exchange Online, nicht mit Exchange On-Premise und auch nicht mit anderen Anbietern wie Google Mail oder so. Das heißt sozusagen, Microsoft sagt, wenn du Teams oder unseren Exchange gar nicht nutzt, dann würde Topics gar keinen Sinn ergeben, das zu nutzen, weil dann die Integrationsmöglichkeiten fehlen würden. Das heißt, wenn ich nur Artikel hätte in Topics, Artikel über irgendwelche ja, relevanten Informationen bei uns im Unternehmen, also das gibt es jetzt an sich nicht. Also dass ich jetzt wie so ein Wiki, so ein typisches Wiki wie Confluence beispielsweise, alleinstehend habe und dann Verknüpfung in Teams, das gibt es nicht, sondern du brauchst zwangsläufig Teams oder den Exchange, um Topics nutzen zu können. Nein, das ist so, Microsoft geht da so ein bisschen parallel. Es gibt eine wunderbare, wirklich gute Integration von Confluence in Teams. Das heißt, wenn ich sage, ich habe sowieso schon Confluence im Einsatz, meine MitarbeiterInnen sind mit Confluence echt zufrieden, da gibt es ein Confluence, eine Confluence-App in Teams. Die funktioniert prima, weil eigentlich, also wirklich ehrlich, also wenn ich jetzt einen Microsoft-Mitarbeiter fragen würde, der würde sagen, ach, geh da von Confluence weg und nutze Viva Topics. Ich selber kenne aber Confluence. Wir haben Confluence selber bei uns im Einsatz, in der Firma bei Quest. Ich würde sagen, Confluence macht einen hervorragenden Job, einen Job, den Viva Topics halt nicht macht. Und Viva Topics macht einen Job, den Confluence halt nicht macht. Also die sind so unterschiedlich. Irgendwo sind sie alle im Bereich Wiki und Wissensmanagement, aber die sind so unterschiedlich, dass sie eigentlich nur an ganz, ganz wenigen Punkten überlappen, aber sie überlappen halt nicht vollständig. Von daher, wenn Confluence bei euch gesetzt ist und ihr seid damit echt zufrieden und könnt es euch auch weiterhin auch leisten, dann wirklich darauf weitermachen, weil die Teams-Integration mit Confluence funktioniert echt hervorragend. Okay, weiß ich Bescheid, ich danke dir. Gerne, weil diese Erfahrung, die ich hier habe, ist wirklich rein maschinengeneriert. Das heißt also ich würde dann, und der eigentliche Gag ist, diese Hyperlinks, weil wenn ich jetzt hier halt draufklicke, klicke auf das Wort SOA drauf, wird ja ein Hyperlink generiert. Und das ist der eigentliche Witz an der ganzen Sache. Das heißt, ich schreibe ja als User nur das Wort SOA in meine E-Mail rein. Und durch diese Maschinenlernen und künstliche Intelligenz generiert Outlook und auch Teams und auch Yammer generieren einen Hyperlink. Die muss ich aber gar nicht setzen, sondern die wissen halt, dass es ein Topic ist und dieses Topic, da wird ein Hyperlink gebaut, der auf diese Karte geht, auf diese Topic-Karte und dann nachher auch auf diese Topic-Page, wo ich dann noch ganz viele halt Empfehlungen habe über halt relevante halt Topics und sehe halt hier auch noch und sehe, das sind die relevanten Menschen, das sind die relevanten, das sind Menschen, die auch noch weiterhin halt empfohlen werden und habe hier auch noch eine Übersicht über weitere Themenfelder, die mich interessieren. Okay, das heißt, stimmt. Er sucht sich die Informationen alle selber aus, KI, und das schreibt niemand selbst, die Artikel. Also da oben den Text, der da stand, der ist auch aus irgendeinem... Alles maschinengeneriert, ganz genau. Okay. Dann hat es eine Frage erledigt. Tatsächlich. Ein paar von euch kennen vielleicht auch noch das Thema Delve, was auch so eine Art Pinterest war fürs Unternehmen, wo ich so eine Galerie an sich kriege über die Sachen, die mich interessieren könnten und Sachen, die meine Teammitglieder oder übers Team halt hinaus gerade generieren. Und diese Delve-Ansicht habe ich jetzt halt auch bei Viva Topics drin, sodass die für mich relevanten Themen erwähnt werden. Hey Ragnar, das sind deine Sachen, die dich interessieren. Schau mal nach, hier wird gerade spannender Content generiert.
Und das Ganze lässt sich auch halt managen. Das heißt, ich sehe dann halt ganz genau, wie der Verlauf ist, welche Topics gerade gut laufen, welche Topics auch interessant sind. Und ich habe auch nochmal hier wirklich einen Lebenszyklus, wo ich sagen kann, hey, das Topic muss auch jetzt mal wieder raus. Das ist, hat keine Nachfrage. Das Projekt ABC ist schon längst durch. Da kann ich ein Topic auch wieder rausnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätten, könnte ich euch was über das Lebenszyklus ein Modell zeigen, wie man halt Topics neu startet. Es gibt einen Approval-Workflow. Das heißt, die MitarbeiterInnen können Topics vorschlagen und die Wissensadministratoren können das Topic dann halt freigeben oder nicht freigeben. Das heißt, wenn jetzt irgendwie 20 Leute vorschlagen, wir nehmen jetzt Umstrukturierung 2022, kann man sagen, nee Leute, das Thema ist zu heiß, ich nehme das jetzt nicht an, sondern lehne es halt noch ab, weil das Thema möchte ich jetzt nicht freigeben. Also es gibt hier wirklich einen Approval und einen Lebenszyklus bei dem Thema Topics. Und zusammengefasst hat so eine Topic-Karte eine Abkürzung, hat eine Ausführung und ganz klar die relevanten Menschen, die im Kernprojekt drin sind, die im erweiterten Team drin sind und was noch die Ressourcen sind, die auf SharePoint, auf OneDrive liegen, mit Word, Excel, PowerPoint, PDFs, die noch halt empfohlen sind zum Weiterlesen. Und die Topics, die noch streifen, wo ich sage, Mensch, hier gibt es noch ein Topic namens Drone Flight, Blended Blue, die sind auch noch relevant, die werden dann halt auch noch mit erwähnt. Und so habe ich meine Wissenskarten, meine Topic Pages und Topic Cards komplett mit eingebunden und habe da schon eine schöne Mischung aus Topic Identifizierung, eine Kuratierung und ein Entdecken und ein Serendipity halt Erfahrung. Bei dem Identification gibt es so ein Topic-Netzwerk, wo ich sehe, Mensch, mein Thema LernOS streift auch mit dem Thema Working Out Loud und streift auch mit dem Thema OKRs und streift auch mit dem Thema Getting Things Done. Und dann sehe ich diese ganzen Themenfelder, wie sie sich vernetzen. Und das wird jetzt in der Zukunft beim nächsten Rollout auch automatisiert. Das muss man bisher so halt manuell machen, die Verbindung. Das wird jetzt auch noch halt stärker automatisiert, sodass ich solche Topic-Graphen habe, wo ich sehe, Mensch, jetzt fällt mir zum ersten Mal ein, dass ja LernOS und Working Out Loud was zu tun haben dann miteinander und ich sehe hier die Verbindung und springe nochmal in meinen nächsten Topic namens Working Out Loud rein und habe da nochmal ein eigenes Universum an Dokumenten, an Diskussionen, an Experten, Expertinnen. Das ist dann auch nochmal ein eigener halt Mehrwert. Das für diese Graphen zu visualisieren. Ja, das sind die Rollen. Jeder kann das konsumieren, lernen, nutzen. Die Topic-Kontributoren, die können dann Ideen einreichen, die können auch Menschen pinnen, die können mal Dokumente und SharePoint-Sites mal pinnen. und die Wissensmanager, die können dann Topics neu erstellen, verändern, freigeben oder auch ablehnen, wenn das Topic einfach nicht, nicht relevant oder zu heiß sein sollte. Und die Knowledge-Administratoren, die können dann die Lizenzen halt festhalten und die Lizenzen zuweisen und bei Microsoft dann halt nachkaufen. Da gibt es ganz viele Sachen, wo man das Viva Topics noch nachlesen kann. Also ich finde es ein spannendes Thema, aber es ist halt definitiv nicht ein gut eingespieltes Confluence. Habt ihr da Fragen noch zu Viva Topics? Damit hast du fast ein perfektes Timing. Wir haben noch ungefähr 2 Minuten. Ich könnte auch noch SharePoint Syntax bringen, aber das würde jetzt echt mich nochmal den Rahmen springen, durch das 3 Minuten lang halt durchzuprügeln. Das wäre, glaube ich, zu viel. Ich versuche es mal kurz in 60 Sekunden zu pitchen, SharePoint Syntax. Das ist eine Art und Weise der digitalen Transformation von unstrukturierten Dokumenten. Stellt euch vor, hier unten habe ich jetzt hier Rechnungen stehen. Die Rechnungen kommen einfach rein oder es können auch Verträge sein. Und dann habe ich hier ein Modell und kann die Dokumente, die ich halt bekommen habe, die kann ich dann durch ein Modell laufen lassen und sage mir bitte aus meinen Rechnungen und Verträgen extrahiere mir bitte aus allen Dokumenten, die hier reinkommen, das Datum, den Discount, die Adressen, Postleitzahl und Kundenname. Also stellt euch wirklich eine klassische Rechnung vor, die ganz, ganz viele Felder hat
sagt, ich brauche von den Feldern vielleicht nur 5 für mein SharePoint. Und diese 5 Felder könnt ihr hier halt eintragen und dann werden aus diesem Content, der halt reinkommt, über E-Mails oder so, Rechnungen oder Verträge kommen rein, könnt ihr diese Felder dann halt raus extrahieren und dann liegen die dann im Ziel liegen die dann dort und werden dann bearbeitet. Ich bin gerade auf der falschen Seite gesprungen. Genau, das ist so das Ziel. Ich hab Testfiles, die ich halt trainieren lassen kann. Lass dann über das halt Trainieren halt schauen. Bist du, liebes Dokument, bist du ein Vertragsdokument? Wenn ja, mache ich auf Yes. Wenn ich aber sehe, das Dokument namens LernOS ist dann halt kein Vertragsdokument, sondern eine Rechnung, würde ich auf No machen. Das heißt, ich spiele ihm ganz viele Testdokumente zu und mache dann hier positiv oder negativ. Und das ist das Thema halt Trainieren. Das wäre so die Art, wie ich einfach meine Zahl Testdokumente, Testrechnungen, Testverträge eben reinspiele und teste halt nach, ob es halt wirklich ein Vertrag oder eine Rechnung ist. Und dann, wenn es dann halt gut trainiert ist, da kann ich hingehen und kann das dann halt anwenden. Und dann habe ich im Endeffekt in meinem SharePoint, hier wollte ich hin, habe ich jetzt hier in meinem SharePoint neue Spalten namens Date of Change, Discount, Adresse und so weiter und so fort. Könnte auch Kundenname stehen und Postleitzahl und Land. Habe hier neue Spalten. Weil sonst hätte ich ja beim SharePoint nur die Dokumente und das Änderungsdatum und den Autor und hätte jetzt hier noch weitere Spalten. Das ist so der eigentliche Mehrwert, dass ich Felder aus Rechnungen und Verträgen auslese und in SharePoint-Spalten, die neu sind, reinschreiben lasse. Wenn du trainieren sagst, steckt dahinter auch eine KI, nehme ich an. Ganz genau, ja, exakt. Okay. Ja, das ist auch das, wo ich wirklich auch sagen kann, ich kann das out of the box machen, wo ich da eigene Arten von Extratoren mir bauen kann, mit eigenen Spalten, mit eigenen Textspalten, Zahlenspalten, Datumspalten oder auch Spalten, die schon da sind, weil SharePoint hat ja schon viele Spalten. Vielleicht gibt es ja hier schon Company Name, vielleicht gibt es schon Stadt, vielleicht gibt es ja schon Postleitzahl, vielleicht gibt es ja schon irgendwie was für eine Chiffrenummer, für einen Vertrag. Das heißt, das kann ich also dann alles nehmen. Und das Ziel ist immer wieder das Gleiche. Ein Dokument kommt rein. Es wird einmal über OCR und über die halt Technologie halt ausgelesen und dann werden die richtigen Feldwerte in SharePoint halt reingeschrieben, automatisiert. Von daher ein schönes Beispiel für so eine digitale Transformation von unstrukturierten Daten nachher in die strukturierten Daten rein. Das war SharePoint-Syntax in Schnellform. Ist aber auch ein Wissensmanagement-Thema, weil wir reden immer wieder darum, wie wir wissen, was unstrukturiert ist, in eine strukturierte Form wie SharePoint bringen. Und nur Dokumente in SharePoint hochladen, das können wir schon seit 15 Jahren, das ist erstmal nicht so spannend. Sondern wir möchten das wirklich schön auch in Spalten halt reinschreiben. Dann können wir es auch besser weiter nutzen. Super, vielen Dank. Das war sehr, sehr ein gerne. Ritt durch die Welt, aber genau. Jedes Mal wieder spannend. Ja. Danke dir. Super gerne. Wie gesagt, sonst erreicht mich gerne, wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt. Ihr findet mich auf ziemlich allen Social Media Kanälen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ganz, ganz tolle Fragen. Hat mir echt Spaß gemacht.